Hallo und willkommen back zu einer neuen Folge. Anal! Divers 2. Hey, Pots. So, Primärwaffe? Ne, Maschinenpistole. Jemand der Waffe? Ach ne, was muss ich da gucken? Ausrüstung. Charakter Scheiße, wo stelle ich denn das ein? Die Stahlwelt kannst du erst in Hellpot seine Ausrüstung. Genau, die ist Ausrüstung, die musst du dann quasi dir anfordern. Ach so, okay. Also triffst du dann auch hier, siehst du den ersten Mal den maximal zweitgrößten Gegner von den Bugs. Weil den Säure-Titan, der ist im Moment der größte, den gibt es jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad eigentlich noch nicht. Okay. Wie wär's hier? Was machen wir hier vorne, Chris, oder dort? Ja, dort, weil da. Ach, hier erstmal, ja. Was habt ihr jetzt einen Absprungpunkt ausgewählt? Immer, dass wir in die Runde laufen, weil wir dadurch gleich diese Forschungskapsel haben, was ja quasi wieder eine Nebenmission ist. Ja. Nee. So, Kampagne abgeschlossen bei PlayStation Plus. Multiplayer Money. So, Solplayer. Token. Solana. Oh Gott. Wallet verbinden, welche Wallet hast. Hast du dir bei Open Solplayer? Hast du dir Solana Wallet installiert, Patrick, oder was? Habt ihr noch irgendwelche Tipps für Solo-Plays? Na, möglichst nicht sterben. also ich habe gestern ja nochmal, ich hatte es dir heute schon mal gesagt, heute immer gestern kurz Ende ganz auf einfach, auf super einfach gemacht, also trivial ist das. Und habe trotzdem 30 Übergrillet rausgeholt, was ich eigentlich für 5 Minuten ganz geil fand. Ja, kommt drauf an, was du machen willst, wenn du jetzt einfach nur ein bisschen... Kannst du auf einfach was spielen? Ich denke mal, aber anspruchsvoll wird alles überanspruchsvoll. Alleine ist dann schon, da muss ich ein bisschen mehr Gefühl dann vielleicht. Weil siehst du gleich vorne jetzt hier, also diese seine Säurespeier, die killen dich quasi ganz schnell mit ihrem Säurescheiß. Oh Gott! Okay, das genau, meinst du, alles klar. Ja. Immer fest auf den Kopf schießen. Die haben aber auf höheren Schwierigkeitsgraden haben die quasi dann auch Panzerplatten auf den Köpfen. Dann musst du und die können dann auf so den, wie... Die können dann so wie im Mörser auch schießen. Ja, du kannst aber versuchen, auch wenn du mit einer Kapsel jetzt runterkommst, dass du vielleicht versuchst, immer gleich den Großen mal zu erwischen oder so. Ich wollte gerade sagen, auf so einem Vieh zu landen gleich. Man sieht da noch so ein paar spezifische Bugs, die so eigene Nester haben. Genau. Okay. Also die Pirscher, die kommen wirklich von hinten, die können nur unsichtbar werden. Und die greifen dich an, verpissen dich immer wieder und setzen den Nadelstich und dann musst du schon die Nester auslöschen. Sonst hast du die ganze Zeit Stress mit denen auf dem Planeten. Und da gibt's hier hast du immer jetzt hier diese... Und Fliegeviecher, genau, ne? So, Digga, ganz kurz hier, guck mal hier. Das ist so ein Bugnest. Dort haust du einmal eine Kanade rein. Ja, das und dann ist die jetzt verschlossen. Haben wir beim Training gelernt. Das hat glaube ich im Tutorial, genau, ja. Im Training hat es auch, genau. Und die Proben sind so, also ja, genau. Kanade! Ah. Da ist wer.
Wo ist denn eigentlich die Kapsel jetzt? Warte, ich habe einen Orbitalschlag, oder? Macht das Sinn? Nee. Macht dann mehr Sinn, wenn man nie erst auf die schießen, wenn wir so eine. Das sind quasi immer Patrouillen, die gibt's bei Betenfraktionen. No. Die laufen dann einfach mal so rum, das ist meistens eben je nach Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger große Gegner und ein paar kleine. Da kannst du eben auch gleich mal so ein Ding reintöpfen und dann gucken, was übrig bleibt. Bevor du aber schießt, weil wenn jemand schießt, dann haben sie ja noch... Warte mal, ja, bei mir, ich habe eine Blutung in der Brust und verliere kontinuierlich Energie. Was ist das? Dann musst du eine Spritze nehmen. Dann bist du verletzt von dem Bug. Du hustest auch Blut, das sieht ziemlich gut aus. Einer, eben. Ja, dann sollst du eine Spritze nehmen. Aber eine Energie also sieht noch gut aus. Da musst du noch nicht nachspritzen, oder? Kann das mal ein bisschen kurz vor Sachen stimmt noch. Genau noch. Ist einfach mit dem Auge behalten. Boah, hier kommt so. El Gigantes. Ach ne, oh! Piss dich, Nutte! Schnell Spritz rein in die Augen. Oh. Alter, das war knapp jetzt. Das ist fast gewesen. Und du siehst aber, Chris hat gerade so eine Drohne mit, die dann quasi mit dem Laser feuert. Ja. Die würde dich auch töten, wenn du im Weg bist. Ne? Das ist okay. Also da musst du dann aufpassen, dass du eben dich schon immer duckst, wenn die dann kommen und so. Im Weg steht, sei unbestraft, ja, finde ich gut. Genau. Was Stürmer eliminieren 0 von 0? Anzeigefehler. Bei mir steht 0 von 1 da. Wahrscheinlich ist der eh gleich tot, Digga. Und kann so sein, man trifft ja andere Leute irgendwie? Nee. Also keine Ahnung, no Spieler. Nur PvE. So. Genau. Hier drüben ist da die Leiche von dem krassen Vieh. Achso, ja, was wahrscheinlich noch kommen wird irgendwann noch. Ach genau, das ist jetzt der hier, das ist der Stürmer quasi hier. Okay. Wenn der auf dich zugerannt, der rennt immer auf dich zu und dann sollst du quasi mal mit dem Hechsprung auf ausweichen, weil sonst bist du ganz schnell kaputt. Handshake, das ist sogar der krassere. Es gibt noch es gibt verschiedene Varianten von Bugs mit mehr Panzerung und weniger Panzerung. Entschuldige, scheiße. Alles gut. Weil manche Stürmer haben vorne keine Panzerung. Können also im Friesenvieh um eure Kleine wieder rauskommen? Nee. Noch nicht. Genau. Also wie gesagt, seit Spielstart haben wir jetzt hier bei den Bugs, haben wir noch fliegende Gegner gekriegt. Und bei den Robotern fliegende Einheiten und zeitweise gibt es da sogar so AT-AT-mäßige Panzer, riesen laufende Panzer. Das ist aber auch noch nie, die sind noch nie wirklich im Spiel. Die gibt es eben ja ab und zu mal bei bestimmten Spielen. Das ist Zufall. Also wenn du Glück hast, kannst du Sachen schon kriegen, die noch gar nicht offiziell im Spiel sind. Okay. Haben wir aber so jetzt auch noch nie gehabt. Also das ist dann alles viel über dann Reddit und Twitter, was und sowas ich das mitkriege. Ja. Bis dann. Oh Mann.
tot. Ja, entschuldigt. Nachschublieferung macht der Oman, weil sind direkt in die Gegnermasse zu feuern, oder? Genau, ne? Ja. Gibt's übrigens auch eine Trophy, wenn du da quasi mit dem Nachschubpot auf so einen Stürmer. Würde ich auch sagen. Ja. Cool. Der Chris hat es eher gewusst wie ich. Ich habe es immer mit dieser blöden Rettungskapsel probiert. Bis ich irgendwann nach 40 Stunden gemerkt habe, es geht so, ich krieg die Trophy einfach nicht. Ja, dann war es dann doch die andere Kapsel, die du brauchst. Naja, jetzt. Aber die kannst du gut anheften und dann ist das eigentlich auch ein ganz einfaches Ding. Eigentlich nicht, weil die stationär fliegt, also wo die aufkommt, da, dort wird sie landen. Genau, wenn die aber an dem Stürmer dran klebt, dann soll der auch den Stürmer treffen. Nö. Eigentlich schon, weil das ist ein Bug. Nein. Ist, wenn das, wenn die müssen dort landen, wo der Lichtstrahl ist. Nö. Dann klopfe ich jetzt mal im Chris an, ist gut. Also die Stellar tauscht automatisch die Stalwart immer gegen genau gegen die Maschinengewehr zum Beispiel oder die ja. Also du musst also quasi eine Billo-Waffe immer haben neben der Pistole. Genau. Pistole, ja. Billo, Gewehr und gutes Ding. Genau. Okay. Also wir haben ja eben dann so eine Spezialwaffe, wo du dann eben dann, mit der kannst du ja normal nicht, also nicht dauerhaft schießen mit der Kassar. Aber da kriegst du dann eben auch, also meine ist aus dem zweiten Pass, aus dem ersten Premium Pass, die dicke. Die aus dem ersten, zweiten ist die noch. Die dicke ist aus dem zweiten, ne? Chris? Ja, ja, aus dem zweiten. Aus dem zweiten, ne? Ja. Erste ist Feuerliberator oder so. Ah, okay, ja, ja. Ach, und die Spray. Die Spray ist im kostenlosen, ne? Ja. Ja. Also hast du nur verschiedene Typen, eben ganz klassisch Sniper und Shotgun, also gibt's quasi alles mögliche. Ja, es gibt Plasma-Shotguns. Ja. Genau, gibt Feuer-Shotgun, also ja. Alles was Elektro-Shotgun. Ja. Genau. Wo man auch schon mal drüber nachdenken könnte, über Kettenreaktion. Ja. Haben wir schon ein bisschen philosophiert, dass wenn man so Wasser auf Gegnern hat, dass man die mit Blitz besser leitet. Aber ja, das ist natürlich. Komm vielleicht nochmal, ne? Also wir haben da auch probiert und standen im Wasser und haben probiert, quasi dort irgendwelchen Schaden zu machen und so. Also das war schon. Für die Wissenschaft. Genau. Für die Wissenschaft, auf jeden Fall. Genau, für die Überwissenschaft. Ja. So, hier ist der Stürmer. Alter, Schienenschlag ist schon Scheiße. Geil, oder? Alter, die Granaten, klar. Die kannst du so lange kochen, bis du dich verbrennst. Genau. Ich weiß ja nicht, ob die Schienenkanone einen Titan one-hittet. Na, normalerweise müsste das ja, ne? Er könnte one-hitten, ja, gut. Ich glaube nicht. Voll. Klingt so geil, wie die Viecher sterben und so. Ja. Oh nein! Jetzt war ich im Strahl drin, jetzt weiß ich, was ich meine. Lock,
habe. Thank you very much. So. Chris? Ja? Ah ja. Sag ich mal ja. Naja. Aber oh, ich dachte, Chris spielt mit Gottmut. Macht er erstes Lebensmüde. Achtung, Granate. Du musst ja bitte gucken, wenn du quasi bei einem Bug merkst, okay, der stirbt einfach nicht, dann schießt einfach mal logisch mal auf die Gliedmaßen oder so, oder eben dann noch anzufüllen. So. Scheiße. Ja, da kracht's Papa. Na klar, genau. So, warte mal, kann ich... Oh, wieso spawnst du bei mir hier, du Misthund? Ja. Warte, ich hol die zurück, wenn ich... Ja. Wenn es dann harter fortkommt, am besten dorthin holen, wo keine Bugs sind. die Verstärkungssachen. Weil wenn ich dann quasi ohne perfekte Ausrüstung inmitten im Haufen lande, auf Lebensmüde, dann kann ich ja gleich oben bleiben. Sehr gut. Hat jetzt wieder meine Waffen geklaut, ja. Ich? Du, alles klar. Für guten Zweck. Von meinem Rucksack jetzt? Nein, ich habe keine Spritzen. Wie sagst du, keine Spritzen mehr? Ich habe alles genutzt. Oh. Ist die. Scheiße. Scheiße, eure Speier, schaffe die sind, ja. Das ist schön. Das trägt viel Zeug. Also, was wir da schon auf den Sack gekriegt haben. Wo wir echt dachten, wir haben alles im Griff. Dann können wir 4-5 solche Viecher um die Ecke. Nee. Ach du Scheiße! Oh Gott! Jetzt hier nix Nahkampf! Lockt jetzt die scheiß Spritze in den Hals, los! Jetzt hau ab! Oh, ich hab keinen, nein! Die überrennen mich! Scheiße, was war hier los gerade? Willkommen bei dem Bug. Oh, vor allem, du kommst gerade dazu, dir eine Spritze in den Hals zu jagen. Gottlos. Und das ist jetzt wirklich noch Schwierigkeit zu Stufe 3, ne? Das ist alles noch entspannt und Säure. Jetzt wirklich alles entspannt. Oh. Wir haben noch 5 Leben. Aber wir bekommen die Sonne jetzt raus. Pikri, tritt scheiße. Die Freiheit ruht niemals. Oh, ey, du. Hungerfresse von so einem scheiß Säurespeier. Und die hauen dir wirklich das. Ach, nee. Es ist zum Kotzen. Das lief die ganze Zeit so gut. Dachte ich, oh, das ist ja hier easy going. Mhm. In die Säurespeier, alles nur Säurespeier. Jetzt musst du dir vorstellen, dass das keine Säurespeier sind, sondern Stürmer. Oder Säure Titanen. Na, nee, da kommen nur 2-3. Nein. Ich habe schon Screenshots gesehen, aber 10 Stück in Reihe. Ja, Screenshots. Selber erlebt nicht so. Nein, noch nie.
Aber wir spielen ja auch. Wir haben ja aber. nee, wir spielen ja auch mit so viel Lebensmittel, haben wir ja noch nie gespielt. Ja, du hast aber durch den Bug eh die nächste Schwierigkeit erhalten. Aber wieso, ja. Wieso durch den Bug? Wieso? Du hast eine Mission von 5 Missionen abgeschlossen und du hast es bekommen. Ich muss alles durchhasseln. Aber ich hab's abgeschlossen. Ich hab's abgeschlossen. Ja, Mürten, das ist auch nicht der Scheiß. Nee. Alter. Sagt jetzt hier, sei Bede tot. Ja, doch. Nee. Die Bugs sind ein bisschen schlimmer als die Automatons. Also am Anfang dachte man das anders, ja. Also am Anfang war das auch anders, ne? Da haben wir die Bugs immer weggematscht, dann sind wir vom kleinen Videos ganz kurz in Automaten. Und wir haben dort einen Bug gekriegt. Und mittlerweile waren wir wirklich, ja. Gut, wir haben mit so wenig Bugs gespielt, das merkt man einfach. Wenn die wieder mehr spielen, sich dran gewöhnen wieder, dann geht das. Ich weiß nicht, was hier gehen soll. Alter! Ach komm, ich bin da zur Seite gesprungen. Meine Fresse, ey. Verstärkung. So, ich hab letzte Verstärkungsdienst rausgehauen. Hm. Jetzt siehst du hier oben in der Ecke der eigenen Timer und dann musst du jetzt kurz überleben. Ja, schön. Oben rechts 20 Minuten müssen wir nur überleben? Nee, ich meine links. 1:40, dann können wir wieder eine Verstärkung rufen. Scheiße. Mich ätzen sie gerade weg. Die haben mich komplett, die sind auf mich drauf. Von allen Seiten. Ich hab's gesehen, ja. Und ich hatte nur deine komische Billo-Waffe, die du aufladen musst, ey. Außer sie haben aufgenommen. Was du probieren kannst in dem Moment, das bringt jetzt auch gerade nicht wirklich viel, aber dass du immer mit hier Kreis doppeltippen immer rausspringst und immer wieder drücken. Du stehst dann auf und springst wieder, so dass du ein bisschen rausspringst, versuchst mit dem Hechten. Aber also schön, dass du quasi am ersten Abend eigentlich fast alles mitgenommen, was so passieren könnte. Das finde ich schon gut. Oder Chris, was hast du? Das ist eigentlich ein schönes Demo-Play heute, was wir hier machen. Ja, halt außer Massen an Gegnern, die man nicht besiegen kann, Säure, Titan, Hulks. Ja, nee, jetzt, lass doch mal jetzt, nimm doch mal jetzt die gleich jede Überraschung schon vorweg. Das kommt doch die nächsten Ausrüstung noch, einsetzen noch. Es gibt kleine Teaser. Ja, genau, Teaser, ja. Und insgesamt müssen wir 18 Minuten noch überleben, oder? Ja, zumindest die Mission in der Zeit schaffen. Aber wir könnten jetzt zur Evakuierung gehen und das dann eigentlich quasi beenden. Das würde auch gehen. Aber da kriegst du dann auch schon weniger raus. Naja, das wird Chris nicht zulassen. Was sagen wir, ich soll nicht evakuiert. Genau. Ne? Ne, wir hatten jetzt nur einmal, wenn wir jetzt Lebensmüde hatten, da hatten wir wirklich schon 3 Proben von diesen super seltenen oder super rare Proben, ne? Und da war eigentlich schon das Einzige, was uns nur wichtig war, einfach nur schnell zu evakuieren, dass wir die Proben sichern. Weil die sind wirklich quasi Gold wert. Hinter uns war das alles schwer. Orbitalschlag!
Orbitalfeuer. Erwende Taktik-Pakete. Freiheit braucht Feuerkraft. Evakuierung verfügbar. Schade, mein Orbitallaser ist schon alle. Oh, jetzt komme ich an die Kasernen ran hier. Ja, schon zur Evakuierung. Ja. Und du hast eine Solana Wallet erstellt, Patrick, oder wie oder was? Mit der App, mit Solflare. Du hast ja die Probe mal einstecken gerissen, ne? Ja. Ich geh noch mal kurz zu den zwei Leuchten, versuch zu den zwei Leuchtbalken zu kommen, ja. Ja. Was, soll ich mitkommen? Nee, nee, bleib mal. Ach nee, ich bin ja bei Chris, alles gut. Ja. Weil wenn es jetzt über Credits sind, können sie am Ende ja, dann bleib ich am Ende zurück, dass du sie willst, dann nehmen wir lieber die über Credits mit. Naja, längst eine Anforderungsscheine. Boah. Alter, wie viel die teilweise so aushalten, die Nutzen? Ja. Ja, bitte, okay, ich weiß nicht, dass wir das wollen, aber... So, Taktik, Kreis, 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 Kreis. Oh, das funktioniert gut mit dem Verspringen. Oh Mann! Du Fatze! Oh. Was? Komm, wieder. Ab ins Shuttle. Danke fürs. Ab ins Shuttle. Alle drin? Aber wirklich mich an, haben entweder haben sie mich überrannt, weil ich mit Nachladen hinterher kam, oder du standest genau bei so einem scheiß Säure vor der Presse. Ja. Ich komme meistens nachts heraus. Aber ich finde den Säurespeier echt am schlimmsten mit, weil die einfach wirklich. Also bei dem Säure-Titan und bei dem Stürmer kannst du immer ausweichen irgendwie oder kannst du mal. Aber wenn sie sich eh mal treffen mit diesen scheiß Säure-Dreck. Na, jetzt nur die Artillerie haben wir jetzt nicht geschafft. Aber trotzdem ja gut ein paar EP gemacht jetzt nochmal hier. Ich verstehe nicht, beim ersten Platz kriegst du 2 Medaillen und dann steht da zweiter Platz 4 Medaillen. Nee, das ist die zweite Mission, die du im Anschluss quasi machst, damit du dann eben dann die Mission komplett beendest. Ach so. Was ich dir vor uns gesagt hatte. Ja. Okay. Boah.
diese Proben helfen uns, den Überzerstörer zu verbessern. Mhm. Höchstfortschritt, Module bei der Fraktion. Schiffsmodule. Lizenz zur Nutzung von Spenden. Erwirbt einen dauerhaften Zugang zu Munition, die aus der unterstützt unsere Helden von Stamm. In der patriotistischen Familie gehören. Lieb man die Grundspenden. Unterstützungswaffe liegt die Maximalanzahl an tragbaren Magazinen bei. Ah, okay. Ah. Haben wir nicht vor uns eigentlich einen zweiten Panzer gemacht, Chris? Was? Haben wir nicht vor uns eigentlich zwei Panzer gehabt? Ich glaube, wir hatten nur einen. Okay. Gesamte Missionszeit. Das ist wahrscheinlich die Gesamtzeit, die man im Spiel verbracht hat, oder? Nee, nee, so wie du wirklich die Mission, was du für die Mission gebraucht hast. Also dieses hier rum. Nee, bei Karriere in der Waffenkammer. Gewonnene Mission 3, gesamte Missionszeit 1 Stunde 21 Minuten. Könnt ihr hinhauen. Ja. Also ich habe gewonnene Mission 133 und gesamte Missionszeit 46 Stunden. Und laut PlayStation bin ich bei Born 70. Also ist das wirklich die Zeit, die du in der Mission bist? Und ich habe 157 gespielt, also habe ich quasi 24 habe ich verloren. Genau. Okay. Chris, was hast du an Gesamtmissionszeit? Gesamte Missionszeit habe ich 37 Stunden. Okay. Du bist echt 9 Stunden weniger wie ich? Naja, du spielst abends halt immer eine Stunde oder zwei Stunden. Ja, stimmt. Das hat jetzt nicht. Ich habe ja teilweise gar nicht mehr gespielt, weil ich andere Spiele gespielt habe. Ja. Was sind das? Naja, wird jetzt ein bisschen weniger, wenn wir dann Sea of Thieves spielen, wird es ein bisschen weniger, aber. Ja. Aber ich habe schon gesagt, so wie wenn wir dann quasi dann um 11 Uhr oder so dann sagen, okay, wir haben halt genug Truhen gesammelt, dass wir wenigstens noch kurz die Tagesmission durch machen. Ja. Ist echt schwer, also ich hätte das vor. Hätte ich vor Release, mich hat es immer angesprochen, das Spiel, das hält einfach so, immer. Aber ich hätte nie gedacht, dass mich das so bei der Stange hält, dass ich einfach Bock habe, immer reinzugehen und einfach wenigstens eine Stunde zu machen. Ich mache jetzt auch nie, ja, nur wir haben ein paar Abende, da haben wir wirklich dann 3-4 Stunden gemacht. Ja. Aber so eine Stunde am Abend, einfach meine Nebenmission machen und ein bisschen mit bei dem Generalbefehl mithelfen. Das reicht mir und ich bin aber dann auch dann zufriedener irgendwie. Man macht das einfach wahnsinnig Spaß, dieses. Ja, der Kampf quasi, das ist. Okay. Und bei persönlichen Befehle, ach so, 11 Stunden 58 Minuten, eliminiere 2 Vernichtungspanzer, dafür 50%. Genau, ne? Also, das wäre jetzt, ja, ist eben die Frage, ob wir jetzt da nochmal einen kriegen, wenn wir jetzt sagen, wir machen noch eine Mission und dass wir den Panzer noch kriegen. Mindestens 5 Planeten müssen erfolgreich verteidigt werden. Aber wir haben da jetzt genau, schon. Genau, das. Wir haben eine Mission auf dem Planeten gemacht. Und da gibt es dann 2 Punkte quasi auf diese Prozent. Das heißt, ganz hinten kommen 2 Punkte drauf. Wenn wir, wenn du jetzt mal, kommst du mal bis an der Karte dran jetzt mal hier? Nee, warte, ich komme. Mal jetzt hier, keine Ahnung, ist jetzt egal. Obwohl wir die gewaltigste Streitkraft sind, die das Universum je gesehen haben. Hier zum Beispiel. Ah ja. Und das ist ja die gesamte Community, oder? Genau, ne? Das ist quasi das, was gerade live jetzt quasi kämpft. Du kannst ja mal aus dem Schiff rausgucken. Die Schiffe, die draußen sind, sind alles Leute, die gerade jetzt auf diesem Planeten sind. Also es werden es wahrscheinlich hier gerade nicht so viele sein, aber wenn ich jetzt hier... Das sind 7600, 2000, also doch. Man sieht da einen Unterschied. Das ist, sind schon ein paar auf jeden Fall. Ja. Die ganzen Flotten sind andere. Man sieht auch, wenn du auf den Boden guckst, die verschiedenen... Präzisionsschläge und so.
Du siehst da die roten Krass. Balken, da ist ein Präzisionsschlag. Und das ist eben wirklich alles live. Also das ist alles passiert gerade. Ja. Krass. Nice Scheiße. Das hat eben dieses Gefühl, dass du eben einfach wirklich in so einem großen Krieg bist, weißt du? Ja, ja. Das ist nicht das Call of Duty, du drückst Start und bist in einer Mission und hast eben hohe Krieg. No. Das ist eben hier wirklich, es ist einfach was anderes. Das fühlt sich anders an wie alles andere, was ich bis jetzt so kriegsmäßig gespielt habe. Ist einfach so. Ja? Ich könnte mir das auch in dem Vietnam-Setting vorstellen oder in dem Golfkrieg-Setting. Da gibt's, also ich finde auch dieses, weil das nicht bloß die Gegner sind, die das so geil machen. Eben erst bei den Robotern hast du eben so Terminator-Anleihen, bei den Bugs, klar, hier Starship-Troopers, ne? Das Laser. Das sind eben Laser. sind eben so Sachen. Wie du steuerst diese Trägheit, dieses Friendly Fire, diese ganzen kleinen Sachen im Gameplay, die zusammenkommen zu dem, was du dann am Ende spielst. Das ja, finde ja. ich einfach geil. Ja, das macht es einfach wirklich anders zu ganz vielen anderen Spielen. Das ist. Das stimmt. Jede Sekunde sterben. Ich würde jetzt nochmal, Chris, ich würde jetzt nochmal kurz auf den End gehen, wo so viele sind. Vielleicht haben wir dort noch irgendeine Mission, wo wir vielleicht noch einen Panzer abgreifen und dann machen wir wenigstens noch eine kurze, dass wir den Panzer vielleicht noch kriegen. Achso, seid ihr geschwört zum Freischalten noch 8 Medaillen ausgeben? Ah, alles klar. Naja, das sind alles hier. Du hast hier nur Raketen, also nur hier, weiß ich schon, Interkontinentalraketen. Hier haben wir noch was haben wir hier? Wichtiges Personal, wetten, da wird kein Panzer kommen. Das kann man abschätzen. Hier könnte einer kommen, Chris, oder? 15 Minuten, Roboter Streitkräfte ausschalten, können Panzer kommen. Ja, da kommt welche eigentlich. Ah, ich weiß halt auf 3, weiß ich nicht. Bin ich ehrlich. Naja, wenn wir sehen, wir probieren es immer noch, dass wir den Panzerfallschirm kriegen, dass wir die Missionen abschließen. Und dann würde ich sagen, aber dann heute ist dann Schluss. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge, Freunde. Anna! Ich bin ja jetzt hier oben ab und da lassen.